Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Jo, gestern Abend kam die Geißelberg, die 2K22. Ich habe mir die gleich runtergeladen, habe die Kommentare mal ein bisschen durchgelesen. Einer schreibt, die ist nicht legal hochgeladen worden, also illegal hochgeladen worden. Die andere schreibt, die Karte hat nur Fehler. Wir schauen uns die Karte gleich mal noch an. Dann schreibt einer, ah, das wäre doch schön, wenn man an der Karte weiterbauen wird und wie und bliblablub und ja. Und dann hat weiter unter einer geschrieben, die Mapper von Agrartechnik Nordeifel, die Geißelsberg und die Untergriesbach bauten, die haben sich aufgelöst. Jetzt ist meine Vermutung, dass es die Geißelberg und die Untergriesbach wohl nicht mehr geben wird. Und ich vermute auch, dass die Hofwiesengrund nicht mehr kommen wird. Also das ist jetzt meine Vermutung. Dann hat einer geschrieben, ah, das wäre doch schön, wenn man die Karte weiterbauen wird. Und einer hat geschrieben, ja, wenn sich die Mapper nicht mit dran setzen, es wäre schön, wenn es jemand anders machen wird und sich da dran setzen wird. Ich habe mir die Karte angeschaut. Ich wollte ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich wollte ja schon immer ein bisschen Mapper und Mod und so. Aber ich wollte eigentlich noch nie eine komplett neue Karte bauen, sondern einfach eine Karte, wo vielleicht nicht mehr weiterbaut wird, einen Privatumbau draus mache. Wenn sie euch gefällt, würde ich bei Agrartechnik Nordeifel nachfragen, ob ich die veröffentlichen darf und würde dann versuchen, die bei Modhub hochzuladen. Oder halt bei Modhub einzureichen. Ja, aber das sind jetzt alles mal nur... Das steht jetzt alles in den Sternen. Also einen Privatumbau werde ich machen. Ich werde mir da einen eigenen Hofbau mal schauen. Vielleicht kann ich auch die ganzen Fehler da rausfixen. Mich da ein bisschen einfach schlau machen, wie das Ganze funktioniert. Internet, YouTube, gibt's ja alles. Ist ja kein Problem. Ja, und wenn ihr sagt, oh, das ist ein schöner Hof, die Karte ist ja fehlerfrei. Ich möchte mal schauen, dass sie fehlerfrei ist. Schreibt mir in die Kommentare, Wünsche, Anregungen, Tipps. Würde ich mich echt drüber freuen. Wir schauen uns die Karte mal an. Ja, die macht ein paar Fehler, macht sie noch. Das würde ich dann auch versuchen, irgendwie rauszufixen. Ich muss ja gerade schauen, wo habe ich sie denn? Es ist Berg da, genau. Ist alles aktiviert, genau. Zum Beispiel, wenn man die Karte startet, haben wir einen schwarzen Bildschirm. Sie lädt hoch, aber der Bildschirm ist schwarz. Da möchte ich auch mal noch schauen, wie das funktioniert, dass man danach auch wieder ein schönes Bild hat. Oder halt, dass man danach ein schönes Bild hat. Aber ich muss mich da auch erst an allem schlau machen. Wie gesagt, ich habe vom Mappen null Ahnung. Klar, Landschaftsbau und das habe ich ja schon gemacht. Da werden wir uns auch einen schönen Hof bauen. Das gibt aber nichts Standard von Giant, sondern das, die ganzen Silos, Höfe, Kuhställe, Schweineställe und so. Schaue ich bei Moddingwelt, Modhub oder Forbidden Mods. Ja, vielleicht bei Modhoster, ob es da was Schönes gibt. Es soll kein großer Hof werden, auch so ein kleiner wie die, wo jetzt da auf der Karte schon sind. Da sind wir beim Shop, genau. Die Icons sind auch überall gesetzt. Die fehlen auch teilweise. Also gerade schau, das ist doch die untere Seite vom Shop. Shop ist doch. Ja, genau, Shop ist da. Ja, der ist eigentlich so wie früher. Ich glaube, da war nur wenig so Deko-Zeug. Ich habe ja im 19er auch lange auf der Karte gespielt. Und die Geißelsberg hat für mich im Landwirtschaftssimulator Geschichte. Weil auf der Karte wurde Mais Plus erfunden. Und ich werde auch Mais Plus mit draufnehmen. Was mein Vorschlag ist, bevor wir jetzt mal die Karte anschauen, ich werde das 0-Euro-Projekt erstmal vorerst auf Eis legen. Wir werden Big Farmer auf der Karte starten und werden jetzt schon anfangen zu spielen, dass man sieht, was für Probleme die Karte macht. Was für Probleme die Karte macht. Ja, da könnt ihr mir gerne Tipps, Ratschläge und das Ganze geben, dass ich das versuche rauszufixen, die Fehler, oder dass sie mir einfach helfen. Ja, also ich wäre bereit, um die Karte weiter zu bauen. Und ja, mal schauen, wenn ich von Agrartechnik Nordeifel die Erlaubnis kriege, dass man sie irgendwie dass man sie vielleicht sogar in nächste LS konvertiert, wenn ihr daran Interesse habt. Das war der Shop, genau. Da hat, glaube ich, ein bisschen Deko-Zeug gefällt da noch. Schnell den Flugmodus einschalten. Genau.
Kurz warte. Ja. Zack, die Bohne. Einschalte. Zack. Und hochfliege. Genau. Das war der Shop. Ja, genau. Da können wir ja auch ein bisschen so Deko-Sachen hinmachen und das. Da gibt es so Deko-Packs und das Ganze. Ich glaube, bei Modding-Welt sogar gibt es eins. Da war auch irgendwas. Ich meine sogar, da war, glaube ich, der Oberleitnerhof. Oder war da nur ein Kuhstall oder irgendwas? Bin ich mir jetzt sicher. Mal schauen, vielleicht bauen wir da irgendwas oder machen das komplett weg und machen da eine Wiese hin oder... Ne, ich würde da schon irgendwas wieder hinbauen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da einen kleinen Hof hin oder was wir da machen. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Tipps, Ratschläge, Anregungen? Würde ich mich echt freuen. Dann geht es ja da weiter. Ja, das ist das mit dem geilen Wald, wo es da durch den Wald durchgeht. Da unten war ein Güllebecken, habe ich auch gesehen, das fällt auch. Es ist nur ein Loch, so ein Krater. Muss ich mal schauen, ob man das einfach mit Landschaftsbau eben machen können, dass wir uns da auch wieder so ein schönes kleines Güllebecken setzen. Ich möchte einen Hof bauen mit Kühe, Schweine und eine Biogasanlage. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich die Biogasanlage von Pamsenhauses nehme. Dass man da unsere kleine Anlage baut, dann auch ein bisschen mit Gülleverschlauchung spielt auf der Karte. Oder ob ich mir eine ganz normale Hoch-BGA baue von Modding-Welt. Oder ja, Modding-Welt, da gibt es eine schöne kleine Hoch-BGA, aber es gibt glaube ich auch andere schöne Hoch-BGAs. Ja, dass ich da, dass man da uns so eine kleine Biogasanlage mit dazu baut, möchte ich auch machen. Ich möchte auch den Hof mit einer kleinen Biogasanlage bauen. Ja, da waren die ganzen viele Felder und das. Und da gab es irgendwo ein Wiesestück im Wald drin, wo sich so durch den Wald durchschlängelt hat mit Insel und Zeug und richtig geil gemacht. Muss ich gerade schauen, ich glaube, das war doch da irgendwo. Ich glaube, da vorne kommt sie. Ich glaube, das war vorne ist sie. Genau, das müsste sein. Genau, das ist sie. Die Wiese fängt da an, geht da hoch. Sagt die Bohne da zwischen dem Wald hoch. Geht da zwischendurch, geht da weiter und geht dann bis da hoch ans Dorf, an Geiselberg dran. Und dort hinter kommt dann Weide, wo sie abtrennt wird. Und dann geht sie da unten weiter. Ja, genau da zwischendurch, zack, die Bohne. Schlängelt sich da durch den Wald, hat da einen kleinen Zipfel darüber. Geht da weiter, da einen kleinen Zipfel in den Wald rein. Da weiter bis da runter an die Straße. Also das ist so ein richtig schönes, geiles Wiesestück, wo ich immer wieder, ich glaube, das habe ich sogar letztes Mal gehabt, im 19er, habe da drauf Gras gemäht. Da dachte ich, das schockt richtig, wenn du da überall so Zipfel und so kleine Ecke mähen musst, wo sich die Wiese durch den Wald durchschlängelt. Also richtig geil, also eine richtig schöne Karte. Und wie gesagt, also die Karte für mich schreibt die Geschichte im Landwirtschaftssimulator, weil auf der Karte wurde Mais Plus erfunden. Genau, das sind die beiden Höfe. Die würde ich dann auch schon gleich am Anfang mit bewirtschaften, dass man sieht, was auf deine Höfe funktioniert und nicht funktioniert. Gibt es ja auch schon die ersten Fehler. Wir fliegen mal ein bisschen weiter rüber. Zack, die Bohne. Lasset uns runterkeilen. Ja. Sind wir schon direkt auf dem Hof, genau. Der Kuhstall macht keine Probleme. Habe ich bis jetzt noch nichts gesehen, genau. Da sind Kühe in der Weide drin. Ja, die rennen auch irgendwie außenrum. Also da habe ich zum nichts gesehen, dass sie irgendwo außenrum rennen. Der Zaun hat auch Kollision. Da müssen wir auch ausschauen. Da werden wir auch schauen, ob da alles funktioniert mit dem ganzen Getreide reinfahren und so. Die Türe, doch, die lassen sich öffnen, genau. Was ich an dem Hof geil fand, der Hof hatte mal so einen Deckekran. Der war leider nicht funktionsfähig. Mit so einer Kabine, mit so einem Teleskoparm, wo man das Heu aufnehmen konnte und konnte dann im Kran das Heu da in den Heustock reinwerfen. Ich weiß, oder war doch, ich meine, der war beim letzten Mal, glaube ich, drin. Bin mir aber sicher. Das war auch so eine geile Aktion. Oder das wäre auch so eine geile Aktion. Da gibt es sogar jetzt bei YouTube einer, das ist ein Schweizer, der macht für den Landwirtschaftssimulator genau so ein Gebäude mit so einem Deckekran, wo der Deckekran wirklich funktionsfähig ist. Das ist so ein Deckekran wie Grim,
Grimhof, ne, Grimhof, ja doch, der Grimhof hat auch so ein ähnliches, aber nicht mit der Kabine zum Reinsitzen, sondern der hat einen mit der, mit der Fernbedienung, wo die Zange am Draht ist. Und das war so eine Zange mit so einem Teleskoparm, wo bis da runterfahren konnte, wo man es dann da reinwerfen konnte. Genau, da würden wir dann aufschauen, ob das alles funktioniert, die ganze Sache mit dem Heu. Da kann man, glaube ich, nur Heu drin lagern. Da drüben ist, glaube ich, das Getreidelager. Ja, mit dem Spielen sehen wir dann alles, das sehen wir dann auch alles, was funktioniert, was nicht funktioniert. Da drüben gibt es ein Problem. Das hat auch schon mal Kollision. Auf dem anderen Hof gibt es ein Problem, genau. Die Kühe. Da haben wir die Halle, genau. Da fällt eigentlich auch nichts. Ja, genau. Dahinter ist eine Weide, die Kühe rennen da im Silo rum. Die Weide ist da. Und die Weide ist dahinter. Da müsste ich auch schauen, wie das funktioniert, dass die Kühe da in der Weide bleiben und nicht überall rumrennen. Das wäre schon einer von deinen Fehlern. Liegen wir mal weiter. Die Boni hoch mit mir. Genau. Andere Biogasanlage. Es gibt jetzt drei Alternativen, wo ich meinen Hof bauen möchte. Einmal an der kleinen Biogasanlage da unten. Die ist, glaube ich, da drin irgendwo hinter dem Wald versteckt. Da fliegen wir mal kurz hin. Ja, auch da wieder die Landschaft richtig geil gemacht. Da sind drei so kleine Seen. Oder ja, so drei so Wasserbecken, nenne ich es mal, genau. Dahinter müsste jetzt irgendwo die Biogasanlage kommen. Oder fällt. Nein, die fällt nicht. Ich habe die ja gekauft, stimmt ja. Genau, die Biogasanlage machen auch Probleme. Da ein kleiner Schopf. Müsste mal schauen, ob der Funktion hat. Da schlängelt sich so ein kleiner Bach da runter in die Becke rein. Das ist die Biogasanlage. Die beiden Biogasanlagen haben auch keine Funktion. Wenn ich vorspule, produziere sie keine Gärreste und es wird keine Silage verbraucht. Ihr seht, die Ballen liegen noch drin. Ich habe jetzt von morgens 7 bis 16.28 Uhr haben wir jetzt vorgespult und ist von den Silageballen nichts weggegangen. Müsste ich auch mal schauen, wie das funktioniert, dass die Biogasanlage wieder läuft. Bei den Kommentaren hat einer geschrieben, ja, das ist kein Problem. Er hat die Fehler rausgefixt. Bei ihm laufen jetzt beide Biogasanlagen und die Fehler sind jetzt auch alle weg in der Lok. Ja, wenn es andere Leute hinkriegen, kriegen wir das auch hin. YouTube habe ich auch hinkriegt. Ich habe vor 3 Jahren nicht gewusst, dass private Leute bei YouTube was hochladen können. Und heute habe ich einen eigenen YouTube-Kanal. Genau. Das wäre eine Alternative, dass wir uns einen Hof bauen. Da direkt neben der Biogasanlage, dass wir die mitbetreiben. Die zweite Alternative ist bei der anderen Biogasanlage, dass wir da neben dran einen Hof bauen. Das zeige ich euch auch kurz. Da fliegen wir kurz hin. Komm, ich mache das ein bisschen schneller. Oder komm, wir fliegen so drüber, dass man auch ein bisschen was von der Landschaft sieht. genau, es hat sich schon mal jemand beschwert, ich würde immer so bei der Map-Vorstellung so schnell über Karte drüber fliegen. Ja, so sehen wir mal ein bisschen was von der Landwirtschaft. Oder Landwirtschaft, von der Landschaft. Ja, die Felder, schöne kleine Felder, kann man auch so als Singleplayer gut bewirtschaften. Die kann man mit Helfer, ohne Helfer spielen. Da eineinhalb, ein Hektar oder 4 Hektar. Da sind es auch 5,5 Hektar. Ja, das sind, da kann man mit 6-Meter-Maschine kann man da ohne Probleme angreifen und kann das ohne Helfer spielen. Da fliegen wir noch mal ein bisschen hoch. Da kommen wir jetzt auf den Berg hoch. Genau, da ist die Biogasanlage. Dass man alternativ unseren Hof auf dem Feld baut oder da drüber hinter dran. Allerdings ist mir dann schon ein bisschen zu eben. Ja, das auf dem Ebene, das sieht dann immer alles so ein bisschen so hinklatscht aus. Das ist ein viereckiges Feld. Also mein absoluter Favorit, da fliegen wir mal hinher. Das ist dann Geiselsberg. Da würde ich an dem würde ich nichts dran ändern. Das wäre, glaube ich, ein Lohnunternehmen. Ja, die Unterstallstillfläche können wir auch dazu nehmen, wenn man drauf spielt. Genau, da können wir dann auch probieren, ob die ganze Shops funktionieren. Und was noch nicht funktioniert, ich habe die beide Biogasanlage gekauft. Land, genau. Einmal die Biogasanlage und einmal die Biogasanlage. Und sie erscheint auch in der Produktionskette. Also die fehlt. Das ist auch nochmal ein Fehler, was macht.
Es gibt teilweise keine Icons, jetzt gerade an dem Shop, ich glaube auch keiner. Gerade mal schaut, zeigt es der mir in der Karte an. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin... Doch, da zeigt es mir an, Landhandel. Farm Storage, genau. Nee, aber der zeigt es mit an. Ich meine, da war auch einer gewesen. Also es ist ein Verkaufspunkt, aber der wird mir auch nicht angezeigt. Genau. So am Dorf selber würde ich gerade so lassen, wie es ist. Da werden wir nichts dran machen. Das soll so schön bleiben. Ich schaue auch, dass ich den Hof richtig schön bauen kann. Der soll sich auch richtig schön in die Landschaft einfügen. Soll nachher nicht mehr erkennbar sein, dass ich den Hof dazu gebaut habe. Dann war da noch ein Hof. Ich glaube, das war eine Hühnerfarm. Das zeigt mir in der Schlagkartei auch ein, dass da mal was war, das auffällt. Das ist da oben, genau, da. Wir sind jetzt gerade an dem Feld da, an der Wiese. Und da muss auch mal was gewesen sein. Ich meine, das war eine Hühnerfarm. Da gibt es nämlich auch irgendwo ein Tor, das Einzel... Ja, genau. Da muss irgendwie was mit der Weide gewesen sein. Da gibt es nämlich ein Tor, wo der Zaun fällt. Genau, ist da. Da war bestimmt irgendwie ein Zaun drumherum. Ich meine, das war eine Hühnerfarm, die ist, glaube ich, da gestanden mit Hühner, dass man uns da unseren Hof aufbaut. Also das ist mein absoluter Favorit, das Eck da oben. Dass wir die Fläche dazu nehmen, vielleicht da kleine Weide bauen, da die kleine Biogasanlage und da der Hof selber, auf dem Wiesestück unseren Hof selber baut. Soll sich richtig schön in die Landschaft einfügen. Auch mit richtig schön Bäume, Pflanzen und so. So wie ich den Hof gebaut habe, war das auf der Erle gerade. Eines von den drei Standardkarten habe ich einen Hof gebaut. Du meintest, nee, es war die Erle gerade. Wie hat die andere Karte geheißen? Haut Bellerin und nochmal eine, die englische Karte. Genau auf der englischen Karte. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Habe ich auch einen Hof gebaut und den habe ich auch richtig schön gemacht. Da habe ich auch von euch so viel Lob gekriegt, dass man das da auf dem Ding, auf der Fläche unseren eigenen Hof baut. Wie gesagt, ja, ich werde an der Karte nur was machen, wenn ich Zeit habe. Da gibt es keinen Release oder sonst irgendwas. Alles nur nach Lust und Laune. Dass das einen Privatumbau gibt. Aber wenn ihr sagt, hey, bring doch die Karte, veröffentlicht dort die Karte, du hast ja so einen geilen Hof gebaut, würde ich Agrartechnik Nordeifel anfragen, ob ich die Karte veröffentlichen darf, wenn ich von Ihnen von Agrartechnik Nordeifel das Ja bekomme, würde ich versuchen, die Karte im Modhub einzureichen. Mal schauen, wenn ihr sagt, ach, das wäre doch geil, wenn du das konvertierst, dass man das auch irgendwie auf die Reihe kriegt. Aber das ist jetzt mal noch in weiter Ferne. Wer weiß, wenn der nächste LS kommt. Es kann sein, es geht ja auch wieder 3 Jahre, dass man da 2 Jahre spielen können. Und da kann sich denn auf der Karte viel ändern. Wie gesagt, ich möchte die Karte so schön lassen, wie sie ist. Vielleicht sogar noch schöner machen. Ja gut, wird schwierig wäre auf der Karte. Es ist ja, die Karte selbst ist schon ein Hingucker. Aber der Hof soll für euch dann auch ein Hingucker wäre, dass ihr sagt, wow, das ist ja richtig geil gemacht. Doch, frag nach, ob du die Erlaubnis kriegst und ich werde sie für euch versuchen im Modhub zu veröffentlichen. Klar, es ist auch wieder schwierig. Modhub, ich habe mal gesehen beim Yogi, wie lange der rumgemacht hat und ja, der Yogi ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer vom Mapper, wie wenn ich jetzt da anfange. Ich muss mich da jetzt auch erst reinfuchsen, wie das alles funktioniert, wie das geht. YouTube-Videos anschaue. Ich habe ja jemanden an der Hand, der ziemlich gut mappen kann bei uns im Multiplayer-Team. Der baut auch, hat eine eigene Karte gebaut oder baut sogar selber noch in seine eigene Heimat noch, in Mecklenburg-Vorpommern. Aber es bleibt privat. Er hat gesagt, nee, er hat keinen Bock auf Beleidigungen oder sonst irgendwas. Allerdings, wenn ich die Karte veröffentliche werde und ich werde dann auch irgendwie Beleidigungen kriegen oder sonst irgendwas, wird es dann auch keine Konvertierung geben, aber das ist noch in weiter Ferne. Ich muss jetzt erstmal mich ein bisschen beschäftigen mit dem Fehlerbeseitigung und dem Ganzen. Da schauen wir mal noch kurz in den Log rein. Es gibt in der Log auch einige Fehler. Einer hat nur geschrieben, man soll einfach nur die Sachen, die fehlen, mit ins Spiel nehmen und dann sind die Fehler weg. Also bei ihm sei die Log jetzt fehlerfrei. Ja, und das kriegen wir dann auch irgendwie hin.
Ja, da würde ich mich freuen auf eure Hilfe, Unterstützung, Tipps, Kommentare, einfach alles unter reinhauen in Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, dass wir darauf unser Projekt Big Pharma startet. Ich werde, das ist irgendwas mit Dokumente My Games. Das ist, glaube ich, ein Fehler von mir. Map Geiselsberg, Moddesk XML. Ja, da muss ich nochmal schauen. Es kann sein, dass das sogar ein Fehler von mir ist, dass die eine Gebäude, das, was ich euch gerade gezeigt habe vorher, hat doch irgendwo einen Hof gefällt. Wir schauen jetzt erstmal noch kurz die Fehler, dann schauen wir nochmal nach dem Hof. Ja, das ist, ich vermute, dass das sogar ein Fehler von mir ist, dass der eigentlich gar nicht da sein sollte. Gelb ist jetzt schlimm. Wie halt? Das ist bei mir nur ein Fehler. Okay, also ein anderer hat gesagt, ja, die Karte hat sehr viele Fehler. Er hat die Fehler rausgekriegt. Die werden bei mir eigentlich fehlerfrei. Gelb ist jetzt schlimm. Tatsächlich, die wäre fehlerfrei. Das ist schon mal eine coole Sache. Ja, dann hätten wir schon mal das von der Backe. Aber ich möchte den einen Hof vielleicht noch aufbauen, wo ich euch gerade gezeigt habe. Der fällt doch auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar von mir ein Fehler, dass sogar das Becken da wäre. Muss ich nur mal nachher schauen. Dass das Becken da wäre und auch der eine Hof oder die eine Platte, wo ich euch gesagt habe. Ich glaube, da ist es. Genau, da müsst ihr auch ein Hof stehen, dass der Hof dann auch da wäre. Das muss ich nachher nochmal ausprobieren. Das kann sein, dass das vielleicht sogar ein Fehler von mir ist. Aber einer hat kommentiert, ein Hof fällt und er weiß nicht, was da für ein Hof war. Ich vermute, dass das der Hof sogar ist, wo er meint. Dann kann es schon sein, dass die Karte neu ganz vollständig ist. Genau, das wäre es eigentlich gewesen. Wie gesagt, also mein absoluter Favorit ist da oben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Ich möchte selber eine Biogasanlage bauen. Welche weiß ich nicht. Ist es die aus Pampsenhausen oder ist das kleine Hof-BGA? Gibt es auch schon einige Sachen bei Moddingwelt und Modhub und so das Ganze. Es soll nichts aus Standard Giants, sondern alles richtig schön Moddingwelt, Forbidden Mods und Modhub. Da wollen wir uns dann einen schönen Hof bauen. Also, es gibt Kühe und Schweine. Mal schauen, vielleicht nehmen wir Hühner dazu, Schafe eher weniger. Oder ich baue mir vielleicht noch irgendwo einen Schafstall, so ein wenig abseits vom Hof. Muss ich mal schauen. Also, da möchte ich wieder was aufbauen, weil in der Karte, da war was drin. Ich meine zwar eine Hühnerfarm, aber da möchte ich mir selber einen richtig schönen, geilen Hof aufbauen, wie die anderen beiden Höfe dort unten auf der anderen Seite von der Karte aus sind. Genau. Ja, schreibt alles in Kommentare rein. Wünsche, Anregungen, Tipps. Nehme ich alles gern an. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, wenn ihr sagt, das ist ein schöner Hof baut, versucht doch die Karte zum Veröffentlichen. Dann werde ich dabei Agrartechnik Nordeifel nachfragen und werde die Karte, wenn ich das Ja bekomme von Ihnen, werde ich die Karte veröffentlichen. Und wir werden an der Karte ja weiterbauen, ja, aber ich möchte sie nicht irgendwie jetzt wie verschandeln mit irgendwelche Sachen, sondern die Karte soll so geil bleiben und da möchte ich mir auch richtig Mühe dafür geben. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, like nicht vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.